Yo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play God of War. Ja, in der vergangenen Folge haben wir hier aufgehört in dem Berg. Hier waren wir sogar einmal schon, wo wir diesen Drachen besiegt hatten. Warte! Okay, guten Tag. So, dann wollen wir mal. So, Axt, komm. Sehr gut. Das war's gleich. So. Den hätten wir. Sehr gut. So, das nehmen wir mal hier. Und zack. Warum sagt eigentlich Atreus jedes Mal aktuell von mir aus, von mir aus? Was ist mit dem falsch? Also irgendwas ist richtig komisch bei dem mittlerweile. So, können wir da rein? Hallo? Oh, was liegt denn hier? Hacksilber. Sehr gut. Müssen wir das vielleicht noch weiter hier lang schieben? Könnte das sein? Nee, das würde hier hinten gar nichts bringen. So. Gut. Ja, wir nehmen mal so ein Ding einfach noch mit. Vielleicht brauchen wir ja gleich wieder eins. Sohn! Atreus, komm mit! Folge deinem Vater. Dein Vater hat den magischen Leuchteball. Von mir aus. So. Da war's schon wieder. Von mir aus. Von mir aus. Kind? Kommst du? So. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, ob Atreus einsieht, das, was er jetzt hier macht, dass es gar nicht okay ist. So. Oh, was Lilan ist. Oh, hohoho. Zeig mal her, das gute Stück. Ahahau. Das ganze Zeug hier unten geht viel mehr nach unten. Wenn wir das upgraden würden, dann wäre das vielleicht besser. Wir schauen mal ganz kurz, wie das ist mit solchen Steinen drin. So. Wir nehmen das. So. Ja, also die Rüstung ist jetzt auf jeden Fall besser, aber Vitalität hätten wir hier mehr und Runen. Ja, wir behalten aber mal die Rüstung. Vielleicht wechseln wir wieder, aber wir behalten die erstmal. Ich bin ja nicht nachfragend. Also. Hallo. Hallo. So. Was hast du denn so Feines dabei? Verbesserung? Brustrüstung, ja. Los, upgraden. Sehr gut. Sehr gut. So muss das. Auferstehungssteine. Ja, da können wir uns keinen mehr holen. Herstellen, Armrüstung. Ja, brauchen wir eigentlich nichts hier so richtig. Oder was heißt, brauchen wir nichts? Ich bräuchte was, aber daran komme ich halt noch nicht. Das hier oder so. Das sieht einfach absolut gut aus. Kann man nichts gegen sagen. So. Hüftrüstung, da verkaufen wir mal hier was. So. Gut. Und die anderen Rüstungsteile heben wir einfach auf. Wir haben ja eh mittlerweile genügend Hacksilber. So.
Brustrüstung. Hier kann jetzt noch so ein Stein rein. Dann schauen wir mal. Ja, schon sagen wir nehmen was, wo Runen wieder etwas nach oben geht. 4 Runen würden wir da bekommen. Haben wir was, wo wir noch mehr bekommen? Nein, 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 nein. Ja, dann nehmen wir halt das hier. So. Obwohl halt auch was anderes hier viel besser wäre, wo wir immer 2 verschiedene Sachen höher kriegen. Ja, das wäre halt auch ganz gut. Ja, wir nehmen das hier. So. Dann lasse ich mal alles stehen und liegen. Ja, dann lass du mal alles stehen und liegen. Atreus, weiter geht's. Der Gipfel. So, hallo? Na los! Kommt mal ran hier! So! Na los! So! Kommt schon. Zack. Komm. Oh, Hilfe. Was soll das denn hier? Oh. Pech gehabt. Boah, wie laut war denn gerade eben hier die Musik? Weltenstaub. So. Die ist gerade irgendwie richtig laut geworden hier, die Musik. So. Ohoho. Was bekommen wir denn hier aus der Kiste? Komm, gib Papa etwas Gutes. So. Weiter geht's, mein Äffchen. Was mittlerweile ein böses Äffchen wird. Schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Eigentlich sind wir nicht nur konzentriert. Eigentlich. Ja. Laut Streit kann man das dann auch nicht unbedingt nennen, oder? Eine Meinungsverschiedenheit, sagen wir es mal so. Haben wir hier. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Ja, endlich sind wir da. So. Die Rune. Die Brücke nach Jüttenheim öffnen. Aber erstmal gehen wir hier runter. Denn, soweit ich noch weiß, wo wir das letzte Mal hier waren, war hier eine Kiste, die wir nicht öffnen konnten. Oh. Ja, hallo, liebe Kiste. Dich hätten wir damals öffnen können, aber hier hinten. Dann war eine hier hinten. Hä? Auch nicht? Okay. Dann verwechsel ich anscheinend das Gebiet. Dann war das irgendwo anders. Es gab auf jeden Fall viele Kisten, wo diese Ranken davor waren. Wo wir vorher nicht ran konnten. So. Zack. Hey. So, komm. Ja, hier. Und wo noch? Komm. Ah, hier wird's langsam heiß. So. Es muss noch mehr. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt das. Wie viele Dinger gibt es denn hier, die wir anschlagen müssen? So. Komm.
Komm schon. Kann das sein, wir müssen das ganz schnell machen? Weil die Flammen verschwinden langsam jedes Mal wieder hier. Okay, nein, müssen wir nicht. Jetzt öffnet es uns hier den Weg. Jötunheim. Nach Jötunheim. Geschafft. Der Berg, wo wir die Asche verstreuen wollen. Von unserer richtig, Frau. Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass ihn gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Junge. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Weißt du nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Oh, Schwein! Geh runter! Nein! Oh! Komm, fahr jetzt zur Hölle! Na, los! Thank you.
schnell! Atreus! Wer hat die Brücke aktiviert? Nee, ich habe dich etwas gefragt! Zu spät! Das Ziel ist bestimmt! Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt, ich meine es ernst. Was hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Atreus, dein Vater ist da. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig, du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Abgeschlossen. Zum Gipfel zurückkehren. Ja. Damit haben wir Baldur jetzt das zweite Mal getroffen. Und ich muss sagen, das war ganz schön knapp. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir gehen drauf. Und vor allem unser Sohn hat ja auch dieses Messer, oder egal was er abbekommen hat. Wow, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl, der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Da hatte ich mir auf jeden Fall Sorgen gemacht. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Die Sache ist, hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, hier ein Heilungsort. Was ist jetzt mit Baldur? Junge, das war nicht ich. Schnell rüber hier. Ach nein, ihr wisst wirklich nicht, wann Schluss ist, oder? So. Na los, komm rüber. So. Klappe da unten. So. In diesem Reich waren wir ja schon mal. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja! Kann ja nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Ja, die Szene kennen wir ja. Das ist ja in der vergangenen Folge passiert. So.
Kopf. Also. Was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Es wird auf jeden Fall spannend. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Wozu? Ich weiß, ich habe uns das eingebracht. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. So. Wir müssen hier durch. Zack. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Ja. Warte. Ich mach gleich schneller. Ich muss nur ganz kurz überlegen, was wir hier machen können. Wir müssen jetzt irgendwie hier durch. Aber das Problem ist, wir haben halt nur einmal so ein leuchtendes Ding. So. Irgendwas. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Ah, haha, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. So. Gib die Klinge her. Zack. Jetzt geht es. Hallo. Na los. So. Dann wollen wir mal. Zack. Und. Na los. Chaosflamme, sehr schön. Damit können wir unsere Klingen upgraden beim nächsten Mal. So. Ist das eine Seilrutsche? Nein. Da ist aber eine Kiste. Lasst uns erstmal hier verschwinden. Warte. Ich glaube, ich sehe Baldur davon. Wo? Baldur? Halt, und da ist hier dieses komische Vogelvieh, was wir gesehen hatten. So. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts, ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist voll. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann. Bitte. Bitte, befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. So, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Du wirst mir... Komm schon! Freya ist also die Mutter von Baldur. Yeah.
Freya ist also die Mutter. Lasst uns weiter. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Was du mir angetan hast! Dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Ja, bald. So. Also, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir den gleich nochmal sehen. So. Erstmal müssen die Gegner hier weg. Ey, kleines Schwebeauge, komm her. So. Boah, diese Kombos. Viel Arbeit macht der Trick nicht in diesen dritten Kampf. Wer war das? Beeilen wir uns. Diese Kombos sind so geil. Die kennt man ja noch aus den alten God of War Teilen. Zumindest manche Kombos mit den Chaos-Klingen. So. Hier ist das Schiff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Soll schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Erstmal müssen wir diese Ranken hier überall entfernen. Schon genug getan. So, weg mit dem ganzen Kram hier. So, jetzt drehen wir hier dran. Die Segel sind intakt. Wir fahren. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Ivan, er baut das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Geht das hier? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie mag sei, das ist das Boot, das wir haben. Hilfe! Backbord! Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Wir müssen uns irgendwie hier frei machen. Aber wie? So. Halt, ich habe einen Plan. Vielleicht funktioniert das. So, ich muss mal kurz hier ran. Nein. Okay. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dein Vater denkt nach. Ja, dein Vater denkt nach. Da hat der Kopf recht. So. Dann sind jetzt die Segellose. Sieh her. Gut. Und jetzt bestimmt wieder hier ran. Ja. Okay. Holst du die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Das hatte ich eigentlich gerade eben auch schon im Kopf. Ah, und das Feuer sorgt dafür, dass wir aufsteigen, oder? Wir schweben. Die Hitze von den Feuern.
Wir schweben tatsächlich. Sehr gut. Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. So. Wir müssen uns ganz kurz frei machen. Wir schauen uns aber mal noch ein kleines bisschen hier oben um. Denn hier könnte es Loot geben. Loot, 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 Loot. Sehr schön. 25% mehr Brandschaden. Ja, das ist doch gar nicht verkehrt. So. Hier gibt es überall noch ein kleines bisschen Hacksilber. Halt. Zack. Nein. Nochmal dagegen. Nochmal dagegen. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Nein, komm schon. Okay. Sehr gut. Wir müssen, glaube ich, noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Komm schon. Nein. Na los. Du blödes Ding. Wir müssen hier lang. So. Gut. Jetzt funktioniert das. Jetzt muss ich nur irgendwie hier wieder rüber. Wenn ich die Axt einhole, dann geht doch der Stein wieder nach unten. So, wir müssen das irgendwie anders machen. Irgendwie muss das, glaube ich, die ganze Zeit dann oben bleiben, jetzt auch hier. So. Wie könnten wir das denn machen? Vielleicht, wenn wir hier gegen dieses andere Zahnrad... Nein, hier. Hier. Ich dachte zuerst gegen das andere Zahnrad dort die Axt werfen. Aber ich sehe schon. Hier müssen wir lang. Jetzt gehen wir unten auf das Boot und die Axt holen wir zurück, wenn wir hier dieses Gebiet etwas verlassen haben. Warte dort auf. Okay. So, Taktion. Aua. Und jetzt müssen wir nochmal nach oben und die Axt dann einholen. Ihr blöden Hexen. Können wir die einfach hier lassen? Wir töten die nicht, falls das geht. Ja, aua. Okay, ich weiß, wie wir das machen müssen. So, Axt, komm kurz zurück. So. Und jetzt nur noch du dort hinten. So. Wir müssen reden. Hier ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt, er... Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Ja, das ist wahr.
Also, Atreus könnte bald wirklich ein Problem werden für jeden. Wenn er sich so verhält, wie er sich jetzt verhält, ja, dann können selbst wir ihn bald nicht mehr schützen. Das ist einfach Fakt. So. Hallo. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Drücken! Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Er, unser Vater. Ich weiß es nicht. Doch, Kratos, du weißt, wer das ist. Das ist dein Vater. Den wir getötet haben. Festhalten! In einem Vorgänger. Atreus, keine Angst. Dein Vater kümmert sich schon drum. Tu's jetzt! So. Halt! Nein, das Feuer! Achtung, hinter dir! So. Zack. Lasst uns doch in Ruhe! Nein. Was geschieht hier? Eine Harpune! Ich befreie uns! Lass uns gehen! Aua! Nein! Oh. Hinter dir, Bruder! Komm schon! Diese blöden Dinger müssen hier ab. So. Ich kann das immer noch nicht abmachen. Ihr blöden Gegner, hört auf. Hier kommen immer noch mehr. Wir können die Harpune nicht entfernen. Hinter dir. So. Wie viele wollen noch kommen? Wir sind frei. Sehr gut. Halt, da ist dieser Vogel. Nein, ich wette es so sehr, schon Kopf, beim letzten Mal. Bis zum Tempel. Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Schon beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich wette, gegen diesen Vogel muss man kämpfen. Und da war es dann nicht so. Aber irgendwie denke ich, diesmal kommt der Vogel. Ich glaube daran. Wir machen das Feuer aus! Steuerbord! Steuerbord! Backbord! Ich denke mal, jetzt gleich kommen bestimmt wieder ein paar Gegner. Ja, da höre ich doch was. Hallo. Ja.
Aber bitte jetzt nicht nochmal so viele. Wenn dann lieber stärkere Gegner, anstatt so einfacher. Na los! Nein, das Feuer! Nein! So. Komm schon, das muss wieder angehen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, weil wir haben ja gerade von unserem Vater die Stimme auch gehört. Ich täte ja mal interessieren. Wurde harponiert. Ob unser Sohn vielleicht noch erfahren wird von Kratos, dass er schon mal eine Familie hatte. Genau, wir müssen die Harpune lösen. Aber erstmal müssen die Gegner weg. So. Das waren, glaube ich, alle. Jetzt sammeln wir ganz kurz alles auf. So. Echt viel Kram liegt hier rum. Na gut, wir haben hier jetzt auch schon ein ganz schönes Stückchen hier gekämpft. So. Komm. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Unser Vater. Ihr seid ja beide irre. Ja, wir beide sind auch irre. Aber ja, Leute, da würde ich sagen, hier beenden wir erstmal die Folge. Wem das Video gefallen hat, der kann natürlich sehr gerne wie immer eine Bewertung gerne da lassen, auch einen Kommentar schreiben und gerne auch das Video teilen. Es wird auf jeden Fall spannend. Unser Sohn hat jetzt auch gerade gesehen, ja, dass wir halt unseren Vater
sagen wir mal so, gegen ihn gekämpft haben. Er hat ja nicht gesehen, dass wir ihn getötet haben. Aber ja, das war's. Haut rein und tschüss.